Wir sind heute hier zusammengekommen, um betend zu gedenken. Hanau, eigentlich eine schöne Stadt in Deutschland. Hanau, nach dem 19. Februar 2020, Synonym für den Mord an 9 unschuldigen Opfern. Ihr Lachen, Ihre Weisheit und Ihr Leben fehlen nicht nur Ihren Familien und Freunden, sondern allen, die das Privileg hatten, sie zu kennen. Und ich nenne ihren Namen: Gökhan Gültekin, Jularan Velkov, Sedat Gürbüz, Fatih Sarakoglu, Mercedes Kirpasch, Said Nezar Haşemi, Willi Violel Paun, Hamats Kurte Tovic, Ferhat Unvar. Mögen ihre Namen nie vergessen sein. Mögen wir alle ihnen ein Denkmal setzen. Ein Denkmal des Zusammenlebens. Des Zusammenlebens in Hanau und überall andernorts. Lasst uns beten, lasst uns hoffen. Für ein Zusammenleben aller in Respekt. Und gegenseitigem Respekt und Frieden. Indem wir uns heute dieser Opfer erinnern, erinnern wir uns aller Opfer. Und wir lernen, welche gesellschaftlichen Strukturen zu diesem unglaublichen Mord an unschuldigen Menschen geführt hat. Versuchen uns für die Gegenwart und für die Zukunft zu wappnen. Denn Rassismus, Antisemitismus und gegen Minderheiten gerichtete Vorstellungen sind in unserer Gesellschaft virulent, wie auch zahlreiche Anschläge auf Gotteshäuser, auf Friedhöfe, zum Beispiel in Halle, aber auch andernorts gezeigt haben. Hoffen wir, beten wir und handeln wir so, dass alle Menschen immer wissen, wie zwischen Böse und Gut zu unterscheiden ist. Wir beten in jüdischer Tradition: Allah Kol, Yitgadal, Yitkadash, Vishtabach, Yitpa'ar, Yitromam, Yitnaseh, Shemoshe Melech, Malkiyam Lachim, HaKadosh Baruch Hu. Über allem erhoben, geheiligt, gepriesen, verherrlicht, erhoben, erhöht und gelobt sei der Name des Gebieters aller Gebieter, der Heilige gelobt sei er. In den Welten, die er hier erschaffen und in der kommenden Welt. Der Fels der Ewigkeiten, der Herr aller Geschöpfe, der Gott aller Seelen. Deshalb werde dein Name, ewiger unser Gott, geheiligt vor den Augen alles Lebendigen. Und das heißt, es wird die Herrlichkeit Gottes offenbar und alle aus Fleisch verstehen, denn der Mund des Ewigen hat gesprochen. Der da Frieden stiftet in den Himmelshöhen, stifte Frieden unter uns und allen Menschen guten Willens. Ose Shalom bimomar fuya se Shalom. Aleinu v'al kol yoshevei Tevel bimoru. Amen. Zifonam livracha, möge Ihr Andenken zum Segen bleiben und werden. Amen. Neun junge Menschen sind aus dem Leben gerissen worden durch eine schreckliche, sinnlose Tat. Das ist heute 2 Jahre her. Narben haben sich über den Wunden gebildet, doch der Schmerz ist geblieben. Die Fragen, die Ratlosigkeit sind geblieben. Auch Zweifel am Aufklärungswillen und Vorgehen einzelner Behörden sind geblieben. Die Lücke, die die Opfer hinterlassen haben, ist geblieben und sie tut weh. Wir haben ihre Namen gelesen und gehört. Sie sollen nicht vergessen werden. Als Christen hoffen und glauben wir, dass Gott sie nie vergessen wird. Gott sagt: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In dieser Hoffnung suchen wir Gottes Nähe und stellen uns an die Seite und beten für und mit den Familien und Freunden. Gott, wir bringen unsere Klage vor dich, dass 9 junge Menschen aus unserer Mitte gerissen wurden.
Wir klagen über die ungelebten Jahre und die unerfüllten Möglichkeiten. Wir klagen über den Schmerz, der nicht vergehen will. Die Trauer, die immer wieder aufbricht. Die Fragen, die keine Antwort finden. Wir bitten dich, sei du an der Seite der Familien und Freunde. Tröste sie, schenke ihnen Kraft für die Trauer und hilf ihnen loszulassen, was wir nicht festhalten können. Wir danken dir, Gott, für die Liebe der Neuen und für den Mut derer, die sie geliebt haben, sich einzusetzen gegen Hass und Ausgrenzung und für ein friedliches Miteinander von Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft. Lass uns die Erinnerung an die junge Frau und die 8 jungen Männer wachhalten. Lass uns nicht bitter werden, sondern schenke uns Kraft für ein Zusammenstehen aller friedlebenden Menschen. Zusammenstehen gegen Gewalt und für Frieden. Auf dem Weg des Friedens hilft uns Christen das Gebet Jesu, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Friede, Liebe und Gnade von Gott sei mit euch allen. Amen. Bismihi Subhanahu. In seinem Namen gepriesen sei er. Im Koran heißt es, und hätte Gott nicht die Menschen, die einen durch die anderen zurückgehalten, mit Sicherheit wären dann Klöster, Synagogen, Kirchen und Moscheen, in denen man des Namens Gottes oft gedenkt, zerstört worden. Gott wird für wahr dem helfen, der ihm hilft. Wahrlich, Gott ist stark und mächtig. Auch die ersten Musliminnen und Muslime mussten viel leiden. Ihre Freiheit, Rechte und das gesellschaftliche Frieden war von den Mekkanern mit gesellschaftlicher und politischer Macht bedroht. Muslime haben alles in ihrer Macht getan, um eine friedliche Lösung zu finden. Sie sind sogar ausgewandert und haben ihr ganzes Hab und Gut hinter sich gelassen. Diese gewalttätigen Mekkaner haben sie auch in ihrer neuen Heimat verfolgt und ihre Existenz bedroht. Unschuldige Menschen wurden ermordet. Genau vor 2 Jahren, wie wir vorhin gehört haben, am 19. Februar 2020, wurde ein rechtsextremer Terrorakt verübt, bei dem 9 Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund ermordet wurden. Die Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Menschen, die sich Veränderungen verschließen und das Reichtum der gesellschaftlichen Vielfalt nicht zu wertschätzen wissen, greifen zur Gewalt. Menschen, denen Selbstbewusstsein fehlt und unberechtigterweise sich von der Vielfalt bedroht fühlen, werden gewalttätig. Aber was ist zu tun? Wir gemeinsam tragen eine Verantwortung und haben einen Schutzauftrag. Wir nennen sie Aufklärungsarbeit, Präventionsarbeit oder auch Zivilcourage. Das machen wir im Haus Obmann, ein Haus, unter dessen Dach eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee gebaut wird. Und das predigen wir im Haus Obmann. Wir sprechen eine jüdische, christliche und muslimische Sprache, haben aber ein gemeinsames Ziel und arbeiten zusammen. Hier an dieser Stelle meine Stimme ist die muslimische Stimme. Klöster, Synagogen, Kirchen und Moscheen werden im Koranvers gemeinsam erwähnt. Sie stehen für die Vielfalt, für die wir uns einsetzen müssen, die Vielfalt, die wir vor Zerstörung schützen müssen. Ich möchte meine Worte mit einem Gebet des ehrenwerten Propheten Mohammed, Segen und Frieden seien mit ihm,
abschließen. Hasbi Allahu la ilaha illa hu, alayhi tawakkalt, wa huwa rabbul arshil azim. Gott genügt mir, es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn ist mein Vertrauen und er ist der Herr des erhabenen Thrones. Ja, auf ihn vertrauen wir und da setzen wir unsere Hoffnung, sodass wir unseren Schutzauftrag und unsere Verantwortung einlösen können. Amen.